So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Heute geht's gegen Legia Warschau. Und zwar spielen wir daheim und ich habe beschlossen, wir bleiben definitiv bei Legende. Aber heute schmeißen wir mal hier komplett um Carbon. Du hast gefragt, dass du gegen Paris und gegen Warschau immer spielen darfst. Komplett darfst du. Habe ich kein Problem damit. Dann schmeißen wir jetzt im Sturm Revo raus, dafür Sandro rein, Bocher raus, Games Zocker rein. So, dann Gieseke rein. Möchte eigentlich mal rechts spielen, heute aber noch links, weil rechts Witten kommt. Witten müssen wir gleich noch was ändern. Dann darf Allrounder. Ich weiß nicht. Rico darf auf jeden Fall von Anfang an. Ja, so. Machen wir es einfach. Und zwar, ups. Trikotnummern. Witten wird gerne die 44 haben, machen wir. So, dann hast du jetzt die 44 und wir können ins Spiel starten. Heim und auswärts. So, Legende 10 Minuten. Heider, los geht's. Oh, Heber, Silber Level. Jetzt ruckelt hier jetzt schon wieder so. Aber mir ist aufgefallen, in der Aufnahme siehst du das ja gar nicht. Drücke ich einfach weg. Na Leute, was sagt ihr hier zum Debakel von Dortmund? Muss ich jetzt hier einfach mal ansprechen. Das war ja ein katastrophales Spiel. Vom Allerfeinsten. Nein, eigentlich haben sie es hier gar nicht so schlecht geschlagen. Nur Real war halt einfach tausendmal besser. Genauso Bayern hätte einfach gewinnen müssen. Das war auch so peinliche Aktion, finde ich. So, schauen wir mal, was so Legia Warschau drauf hat. Tschechische Republik ist Dobroslav Zmura. Den hat man schon mal, glaube ich. So, ligatechnisch sind wir Erste und die sind gar nicht hier vertreten. So, wir spielen mit Frohböse, Witten, Tom, Trevener, Giesecke, Carbon, Fleschi. Allrounder Rico, Sandro und Gameszocker. Sandro Liga Spitze mit 6 Toren, genauso wie Bochert und Revo. Gameszocker hat heute die Chance gleich zu ziehen. So, Legia mit Ducjak, Ritschin, was weiß ich, könnt das selber lesen, ich kann sowas nicht aussprechen. Ich spiele auf jeden Fall mit 4-2-3-1. Trifft schwer, wenn durchzukommen. Ich habe den Tipp ja bekommen, ich soll mal auch mehr durch die Mitte gehen und nicht immer nur so über die Außen. Aber es geht halt über die Außen einfach schöner. So, und jetzt da. Carbon? Nein. Dann flitzt hinterher. So, Skisäcke gleich da. Sehr gut. Oh, auf Allrounder. Den hat er. Ah, Mist. Übersteiger nicht geklappt. Upsala. Es geht halt auf Weltklasse schon, ehrlich gesagt, schwer durch die Mitte. Nein. Das wollte ich gerade schießen. Ich glaube, den haben wir doch, den haben wir doch, Leute. Was war? Ach, abseits, okay. Glück habt.
Alter, die wissen doch, wo ich hinspielen will. Tja, Fläche hier im Blickpunkt. Allrounder hebt ab. Sehr gutes Ding. So, jetzt halt, komm, Sandro. Na, schade, vertändelt. Jetzt haben sie aber gescheit Glück. Klasse Grätsche würden. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Sandro vielleicht irgendwann mal losläuft. Na. Komm, Schuss und... Ja. Schade. Guter Versuch von der Nummer 23, glaube ich. Tom, Gameszange. Komm, drückt. Dann haben sie verschissen. Na, also bitte. Kleinlich brauchen wir jetzt hier auch nicht werden. Wawrinitschitschak. Alter, so ein Name kann kein Mensch aussprechen. Oh Gott, das war recht optimistisch. Was war denn jetzt schon wieder? Alter, hör mir auf. Gut gefangen. So, jetzt hat Flashy C. Zwei sind halt doch irgendwie immer ein wenig viel. Gutes Ding. Carbon, ganz lässig. Jetzt langsam faulen wir wegen Arich. Die kommen gar nicht schlecht, Fuhrmann. Es soll noch nicht sein. Es soll noch nicht sein, Leute. Sehr schön, Allrounder. Sehr, sehr schön. Oh, Mist. Hast du, komm. Ah, schade. Es ist hart, also wirklich hart. Der Round hat, glaube ich, nicht so die Balance. Leute, was habe ich gerade gesagt?
So, jetzt hat Rico. Schade. Ich muss nochmal zurückziehen. Na, obwohl, ich hätte vielleicht einfach mal schießen sollen. Boah! Also das kann man ruhig mal als faul werden. Flashy, Probleme irgendwie mit deinen Beinen. Ja, jetzt spielst du. Oh. Das will ich gegen zwei Leute machen, die decken mich links, rechts. Und jetzt ein Strich und. Oh, war ein guter Schuss, nochmal aufgesetzt vor dem Torwart. War gefährlich und schwer zu halten. So, aber jetzt hat Ecke, kurz. Komm da raus! Kutschik. Kutschiak. Kutschiak. Giesecke gut aufgepasst. Ah, schön. Schön, wie er manchmal fliegt. 38. Es steht noch 0-0. Das gefällt mir nicht so ganz. Jetzt kommen wir da über die Außen. Allrounder ist schneller. Ah. Klasse Ding. Schade. Gut, Giesecke. Boah, Leute, sowas kann auch mal brutal ins Auge gehen. Ah, jetzt war's abseits. Was spiele ich denn da eigentlich auch rum wie sonst? Was will ich den Ball ins Tor tragen? Nee, eigentlich ja nicht. Allrounder macht heute eigentlich auch ein gutes Spiel. Das ist doch jetzt nicht wahr. Leute, also Rounder, du bist über den ganzen Platz jetzt gestarbt wie ein Weltmeister. Und dann so ein Schuss. Scheiße. Hätte ich. Und nichts da. Hammer, oder, Leute? Kann denn das sein?
Aufpassen, dass ich unsere Männer nicht zu Tode laufen lasse. Sehr gut, Witten. Auch tolles Spiel. Jetzt ist es Halbzeit schon. Verdammt. Wir hatten ja gute Chancen eigentlich. So, Ajax führt nicht, sondern liegt 0 zu 1 gegen Bayern hinten. Real und Arsenal steht es 0-0. Inter, Dortmund auch 0-0. Juve führt 2 zu 0 gegen AS Rom. Monaco liegt mit 1 zu 2 hinten in Lazio. Liverpool sowie Man City führen jeweils 1 zu 0 gegen Barca und Atletico. Okay. Chelsea, Milan steht es noch 1 zu 1. PSG führt 2 zu 1 gegen Bayern 04 Leverkusen. Schalke auf dem Weg, die ersten Punkte zu ergattern. Mit einem 1 zu 1 in Benfica und die Hotspurs liegen mit 0 zu 1 bei Man United hinten. Das tut mir jetzt ehrlich gesagt voll leid, Rico, aber ich tue Dax einwechseln. Aber Allrounder? Ich muss sagen, das ist heute ein gutes Spiel. Das lassen wir jetzt erstmal so. Mal schauen, wie es weiterläuft. So, schauen wir mal, Daxter, ob du noch was vielleicht dazu beitragen kannst. Oh, schönes Schuss, schön. Guter Schuss auf jeden Fall, Sandro. Also bei Flashy, das geht manchmal so schnell, das ist mir zu schnell teilweise. Haben wir es jetzt halt mal, Leute. Fleschi tut sich heute schwer auf der Seite. Oh, geil. Habt ihr das? Das ist so. Das ist einfach nur von FIFA ausgesteuert. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Warte. Schau es mal an, wie der jetzt an mir vorbeigeht. Und das sind schnell. Das ist unmöglich, Leute. Das ist unmöglich. Gut gemacht. Ihr habt gerade alle nicht so Lust, den Ball anzunehmen, habe ich so das Gefühl, hä? Ah, jetzt halt auf, Tom. Komm, der sitzt nicht. Verdammt. Das ist ein höllischer Torwart. Ja, die Schüsse, die sind auch. Naja. So, hier und jetzt. Leute. So viele Chancen kriegen wir nicht mehr. Jetzt halt aber. Alter. Perfektes Auge und dann blöd daneben gesetzt. Okay. Ciro kommt für Beres. Was weiß ich. Beresinicni oder so in der Art. Okay, ja.
Müssen uns was überlegen. Leute. Das ist doch ein Witz, ist doch das, was ihr zusammenspielt. Von der Grundidee her spielen wir halt echt gut. Oh shit, der ist viel stärker. Die holen sich halt die Bälle auch wie sonst was. Klasse, Tom. So, jetzt halt auf Tom Games Zocker. Der hat jetzt Platz nach innen zu gehen. Und jetzt kommt vielleicht mal. Nein! Ich habe keine Lust mehr, Flashy. Also, das geht mir jetzt heute wegen auf den Sack. Dein extremes Fehlpassgespiele. Nee. Sehr gut, mit einer Gelassenheit. Die Upsala konnten uns gerade wegen aus die ganze Zeit. Daxter und Sandro. Yes! Puh! 7 Tore, Liga Spitze, geil. Zur rechten Seite am rechten Ort. Schön gut gestanden. Echt gut. Aber schöner Spielzug davor von Tom und Daxter. Geil. Und dann halt einfach nur noch die Bühne hinkalten. Sehr schön. Gut so. Dann hier Daxter, schon der Schuss. War schon gut und dann Daxter, Sandro. Sehr gut. Freut mich. So, Flashy, die Flasche heute. Und dafür kommt Lukas rein. Cool, jetzt haben wir scheinbar keinen Kapitän mehr, weil Kapitänsbinde wurde ja nicht getauscht. So, wir führen 1-0. Nein, oder? Boah, ich habe ihn drin gesehen. Ich habe ihn drin gesehen. Geil, kalt, ne? So, halt wunderschön durchgetackelt. Also durchgetänzelt. Nee, oder? Boah, bin ich blöd. Bin ich blöd. Weg. Jetzt wechselt es mir einfach ein Spieler, habt ihr das gesehen?
Ah, 7 Tore damit Ligaspitze, Sandro. Respekt. Ich hätte es also Ende letzter Saison nicht gedacht, dass du hier mit Borchert um die Krone oder um den Torschützenkönig spielst. Schade. Der hätte gut kommen können. Man hat einen Tom bitte eigentlich gelb kriegt. Lässt es sich fallen, der Lump. Nein! Jawohl. Die machen zu 8 Druck, Leute, das gefällt mir nicht. Nein! Rounder, du hast heute kein Glück. Das merke ich schon. Ich hoffe, in echt ist bei dir anders. Der Ball, der will jetzt schon immer zu uns kommen. Das Spiel wird hektisch. Bitte? So, jetzt hat Allrounder. Verflucht! Ich war kurz davor zu lüpfen, da habe ich mir gedacht, nein, 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 hätte ich's gemacht, hätte ich's gemacht. Okay, einer von denen Chiki geht. Und zwar Koseki. So, Lukas, die Ecke auf niemand. Guter Einwurf rausgeholt, Lukas. Sollte sich vielleicht mal jemand anbieten. Das sind so Aktionen, wisst ihr, das ist. Beziehungsweise kann böse ausgehen. So. Ballverlust im Aufbauspiel. Dax, der läuft viel und gut, aber. Vorhin muss ich annehmen, wenn ich sehe, dass ich so frei bin, muss ich versuchen anzunehmen. Es ist 90. Minute, Schlag und pfeif ab. Yes! Gutes Spiel, Leute. Naja, nicht gut, aber wir haben 1-0 gewonnen. Sandro, Man of the Match, mit Sicherheit. Damit, wie gesagt, gewinnen wir 1-0 gegen Legia Warschau. Hätte ich nicht gedacht. Findet ihr es jetzt immer noch so schlecht? Ihr habt ja teilweise wirklich geschrieben, lass es lieber, sonst haben die Mittelfeld keine Chance, was zwar irgendwie geschmarrig ist. Und hab noch sonstige Sachen geschrieben. Aber, naja.
Ich finde, es macht mehr Bock so. Da stehst du einmal, wenn Pech hast, einfach da und hast keinen Punkt. Oder zieh nimmst nur einen Punkt mit heim. Und das finde ich ist halt gerade das extrem Geile. So, jetzt können wir glaube ich wegdrücken. Also der Torwart hat halt auch gut kalt, ne? Das war halt richtiger Bockmistfehler vom Abwehrmann. Hier sehen wir es nochmal. Der hat ihn jetzt erst einen Fuß gekriegt und dann war Sandro da und hat ihn rein. So, bester Mann ist Witten. Oha. Sehr, sehr schön. Ist mit 7, 8, 7, 4 Allrounder, sag ich ja, gutes Spiel gewesen. Fleschi mit 6-3, Rico 6-2. Ja gut, Fleschi war noch ein bisschen besser wie Lukas. Lukas hatte aber auch irgendwie nicht so viele Chancen. Gut, dann 16 zu 8 Schüsse, 10 zu 7 aufs Tor. Ballbesitz 50-50, ja, ausgeglichen 31 zu 19 Zweikämpfe, 5 zu 0 Fouls. Wir faulen viel. Haben 4 zu 1 Ecken gehabt, ja, Schussgenauigkeit war mal wieder schlechter und Passgenauigkeit auch. Von den Werten her nicht so geil. So, dann würde ich mal sagen, Begegnungen. Tevez hat schon wieder ein Tor geschossen. Der Affe. Okay, also Bayern, Ajax 1 zu 1. Real gewinnt noch 1 zu 0 gegen Arsenal. Dortmund in der 1 zu 1 bei uns. Wie gesagt, 1 zu 0. Juve gewinnt 5 zu 0 gegen Rom. Ey, die Juve geht vielleicht ganz schön ab zur Zeit. Dann Lazio gegen Monaco 2 zu 1. Liverpool gegen Barca 2 zu 1. Oha. Man City gewinnt 2 zu 0 gegen Atletico. Chelsea und Milan trennen sich. Unentschieden mit 2 zu 2. PSG gewinnt 3 zu 1 gegen Leverkusen. Schalke verliert 1 zu 2 gegen Benfica. Haben es doch noch nicht ihren ersten Punkt geholt. Und Hotspurs verlieren 1 zu 2 gegen Man United. Das heißt dann für die Tabelle 18 Punkte für uns. Und schaut mal, Juve auf Platz 4 hat schon 14er Tordifferenz. 17 zu 3 Tore. Okay, wir haben 27 zu 2, aber trotzdem. Krank. Gut, zweiter ist Man City, dann Real, Juve, PSG. Dortmund auf 7, sehr schön zu sehen. Bayern 13. Naja, hätte ich mir mehr erwartet. Ganz unten Schalke und Bayern. Bayern, Entschuldigung. Minus 15 Tore. Eins geschossen immerhin schon. Respekt. Warschau 2 Punkte mit 2 Unentschieden und 4 Niederlagen. Dann die Mannschaft im ersten Sieg ist in die Hotspurs. Okay, also ein Sieg. Gut, weiter simulieren. Scout-Abschlussbericht. Ups, das hätte ich mir vielleicht mal anschauen sollen. Muss er? Ich habe meinen Abschlussbericht in Hose geschickt und nicht mehr anfertigen. Aha. Kann mich hier Scout managen? Scout zurückrufen. So. Ne, ich möchte nicht. Ich komme hier noch nicht mal heim. So, was haben wir für Vereinsnews? Vorschau AS Monaco, okay. Perfekte Balance gefunden. Und weiterhin auf der Siegerstraße, ja. War gar keine Pressekonferenz. Wie gesagt, es geht gegen AS Monaco. Schauen wir, was sind die für ein Platz? Ziemlich weit unten, so wie es aussieht. 22. Muss nichts heißen. Wir haben auch gerade gegen den 21. nur 1-0 gewonnen. Also müssen wir uns ranhängen. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar oder einen Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr Kritik habt, schreibt sie in die Kommentare und könnt dann auch dazu einen Daumen nach unten geben. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn ihr was schreibt oder einen Daumen hinterlasst. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ich bin's, euer Fleschi. Tschüss!